Da ist wieder herzlich willkommen, liebe Leute. Seid gegrüßt zu einer neuen Folge Holzstapel-Simulator. Der nächste Teil, ja, das ganze Holz, was hier liegt, muss da nach oben. Zumindest sieht man da oben schon das Ende. Balazar steht da, reicht das eine Etage weiter. Moin Jürgen. Gerd steht unter mir, reicht das eine Etage weiter. Ich reiche es auch eine Etage weiter. Also natürlich weiter zusammen mit Gerd und Salazar hier am Start. So, moin. Im Holz nach oben Stapel-Simulator. Also es wird auch ziemlich voll jetzt hier gegenüber. Was unter mir ist, Salazar, das kann ich nicht greifen. Ich lager um. Okay, danke. Die kann ich noch packen. Also mir ist es jetzt auch so viel, dass es hier mehr Zeit jetzt kostet, dass ich wieder irgendwo Holz loswerde, als dass es bringt. Also ich würde eigentlich das gleich erstmal wieder weiterziehen. Ja, und unser Ziel ist, dass wir heute schon einen ganzen Teil vom Holz hochkriegen. Verbauen wir das Ganze erst dann im nächsten Ranch Simulator Livestream. Hochstapeln hier, ne? Der Hochstapler wieder. Dauert eine ganze Weile. Aber gefühlt ist es auch, also weiß ich nicht. Können wir locker noch 6 Reihen oben drauf bauen oder so. Plus gleich das Ganze rundherum und alles, was dazu gehört. Habt ihr jetzt noch da bei euch direkt? Sollen wir jetzt erstmal in die nächste Etage gehen? Oder willst du da weiter auffüllen? 15 noch Stück, mehr als 20 Stück noch. Muss ich weiter, weil hier ist nicht mehr viel zu machen. Kann man eigentlich hier schon hingehen und das von hier greifen. Willst du einfach weiter hochgehen, Salazar, oder machst du von da weiter oder wie? Versuchen von hier weiter zu machen. Oder nachgreifen. Und zugleich. Stellst du dich hin? Kannst du das alles hier schon weggreifen oder wolltest du jetzt nochmal ein paar Daten laufen? Hier schon wieder eine Treppe hoch aufsetzen.
Oh, jetzt haben wir schwebendes Holz. Ich hätte noch nicht hin. Ja. Precies de plek waar ik hem wil neerzetten, haalt zelfs aan weg. Bitte? Ja, das konnte ich nicht so schnell in Deutsch sagen. Gut, dann muss man es ja nicht verstehen. Genau. Dann würde das sein, gerade der Platz, wo Salazar es wegholt, wollte ich ihm hin platzieren. So. Das geht in Steuerholländisch viel schneller. Ich komme schon teilweise auch nicht mehr so dran da unten. Aber ja. Einmal umgreifen alle, dann haben wir zumindest die Hälfte hier oben oder was? Oder ist die Hälfte unten auf der Strecke geblieben? So oder so? Nein, die Stockwerke sind sauber. Es ist einfach die Hälfte noch auf dem Anhänger. Ja, sonst nehmen wir das für einen zweiten Hühnerstall. Das ist ein bisschen entspannter zu bauen. Da können wir, glaube ich, mehrere Hühner oder hier einzäunen. Wollten wir doch eigentlich auch noch mal, ne? Irgendwann das Gelände wieder rundherum einzäunen. Ja, dafür hängen wir auch noch genug jetzt, ja. Ich glaube, wenn das alles oben ist, dann sehen wir dann, ne? Aber wenn da jetzt noch 3 Etagen oder 4 Etagen raufkommen, also eine brauchen wir noch für die abschließenden 3. Und wenn man dann noch mal 3 macht, kann man mal abschätzen, wie viel Holz man dann noch übrig hat, ob man noch mal 3 schaffen würde oder ob das dann ein Plus ist. Das aber erstmal von unten nachholen. Sagen wir, beim Spielentwickler sollten wir einen Lastenaufzug beantragen. Modden kann man das ja nicht. Hätten wir schon jetzt gemacht. Wird auf jeden Fall wahrscheinlich das höchste Bauwerk sein, was es im Ranch Simulator gibt. Auch das nutzloseste Gebäude, was es im Ranch Simulator gibt. Oh, nice to have.
Man, gut, dass man zumindest halbwegs weit greifen kann, ne? Und nicht direkt dran stehen muss. Bitte da. So. Melde. Nächste. Nächste leere Etage. Gucken wir mal kurz. Jo. Moin, danke fürs Reinschalten. So, Mammutbauprojekt. So. Slab-Projekt. Jetzt sind wir Slab. Jetzt hier. Jetzt aber so. Und da oben soll es hin. Ja, haben wir doch fast geschafft. Dem Stapel. Das ist eine schöne Geschichte nach dem Motto, jetzt haben wir alles hochgeschleppt, dann machen wir heute Feierabend, weil wir zeittechnisch dann auch wirklich um 11 oder schon 11 ist. Und beim nächsten Mal haben wir einen Spielbug und oder hier Safe Game Bug. Nein. Alles umsonst. Dann dürfen wir alles noch einmal hochwerken. Ja, da. Ja, aber dann würde ich echt eine Rampe versuchen, die da einfach irgendwie über 100 Felder hoch, immer mit schräg. Dass man irgendwie. Ja, aber da muss doch unterstützt werden. Ja, das stimmt. Das muss also dieses, wie dieses Konstrukt, was wir außen dran gebaut haben. Diese Gitter da, oder wie heißt das da? Ich weiß nicht, wie diese Dinger heißen. Was Salazar da gebaut hat, diese Gerüste. Da kann man doch eine Schräge drauf ansetzen, oder? Salazar? Auf diese, hier, auf dieses Geländer, was man da baut rundherum. Oder hat sein Mikro aus oder schläft, weiß ich nicht. Er arbeitet noch durch, so. Da kann man auch Schräge drauf bauen. Dann könntest du diesen, wie heißt das, diesen hier, nicht dieses Quad, sondern dieses andere Fahrzeug, da kannst du hinten Holz raufladen und dann kannst du immer hochfahren mit Holz. Naja. Dass sich Charakter sich immer so komisch dreht, dadurch kann man teilweise immer nicht so greifen. Ja. Da hört man eigentlich schon wieder an, wie sie jetzt zum Greifen, und dann schwenkt er noch so nach, ne? Und dann kann man schon wieder nicht ran. Ist nur minimal stupide, was wir hier machen. Schon ein bisschen anspruchsvoll. Und die komme ich aber nicht ran, da muss ich. Das wird tiefer.
Weil hier in die Treppe kommst du da ran, hier? Ja, die andere auf die Fläche hatte ich. Ja, Treppe am meisten am links. Oder für dich auf rechts. Kannst du die nicht mehr da unten hinpacken, sondern also wenn du sie von ganz unten greifst, oder wie machst du das jetzt? Kannst du es nicht hier hinter dir legen, weil das bringt sonst nicht viel. Dass du dich einmal nach links legst und hier oder links raufpackst. Wenn du sie von unten schon greifst. Dass du sie links neben dir packst, nicht nochmal wieder da unten hin. Das dauert auch zu lange hier, ist ja albern mit dem Verkehr, ist langsam voll, wa? Mhm. Was hat er da? Für mich wird es auch eben schwieriger, um alles. Was hat er da? Hört uns nicht mehr oder hört er uns noch? Ich höre ja. Ja. Ich sag doch hier, stapel doch nicht noch mehr nach unten, sondern links neben dir am besten. Nicht nur diese eine Etage, sondern gleich den zwei Etagen gewinnen. Ja, wie auch immer, links oder rechts neben dir. Und ich kann es dann von da wegnehmen und dann geht das so viel schneller. Regnet. Regnet. Danke für den Prime Sub. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank natürlich fürs Reinschalten. Im Ranchimator. Oh, das hält noch. Das wird das Stück ein bisschen überladen hier, das kleine Stückchen. Können wir da eigentlich noch dran vorbeilaufen? Ja, hoffentlich, ne? Alles kaputt. Wie viel kommt da noch? Ich habe keinen Platz mehr. 10 Stück. Ich kann erstmal hier zwischenstapeln. So, jetzt müssen wir noch einmal. Packst du sie einfach hier auf die Treppe oder so? Kann ich sie von da weiternehmen? Und die Treppe kam Gerd ran. Wo jetzt vielleicht nicht mehr, aber. Ja, es geht. Ich muss hier einmal eine Ladung hinter dem Planken legen. Ich habe keinen Platz mehr. Das war's auch gleich, ne? Ja, du sagst es noch 10 Stück, aber. Ja, das ist ein bisschen mehr, aber nur minimal. Jetzt sind wir oben angekommen. Das kann das meiste auch von hier perfekt von hier oben greifen. Das glaube ich, oder nicht? Oh.
Also Achtung, da haben wir schon mal was geschafft, ja, dass wir das alles hier haben. Screenshot. Ich kann noch mal ein paar Blaupausen raufbauen, ne? Aber noch mal die letzte Minute noch ein bisschen was. So, Wände kommen hier hin. Aber auch gleich ein bisschen Holz verbauen. Verballern, oder? Eins, zwei. Bauen. Fenster. Was auch richtig rum ist. Check nochmal nicht, dass wir uns verzählen. Da müsste wieder eine Tür hin, oder? Eine Tür und dann zwei Feste, ne? Unser Bauprinzip. Ja, das ist doch jetzt falsch rum. Pausen sind falsch rum. Doch nicht, sehen wir dann. So. Aber hier wäre eine Umecktreppe. Geht es nämlich weiter, ne? Dann wieder zwei Plattformen. Runtergefallen. Yep. Ganz nach unten. Ich glaube, das passt. Wenn wir hier wieder hochgehen mit der nächsten Treppe, die setze ich schon mal. Ja, noch weiter soll es haben. Ja. Noch, er hat's gefunden. Noch dürfen wir auch bauen. Also er meckert noch nicht von wegen zu Höhenlimit erreicht oder irgendwas. Vielleicht Licht hier oben anmachen, ne?
ganz links von dir kann ich nicht erreichen, Sasa. Bauen, Plattform. So, noch irgendwas zum Lampen bauen hier oben, ne? Nein, Stahl habe ich nicht mitgenommen. Lag denn noch irgendwo hier was? Oder ist der Schreibtisch schon verbaut heute? Ja, liegt noch ein bisschen hier unten. Naja, wir sollen mal hier zum Feierabend kommen. Wir haben jetzt ja das Holz so gut wie oben. Dann sind die Wände beim nächsten Mal ratzfatz gebaut. Stark, ja. Achtunddreißig Stück Stahl noch. Ich weiß nicht genau, wie viel man brauchte für eine Lampe, aber dann können wir gleich noch ein paar Lampen bauen dann. Genau. Du noch viel mehr Stahl so gefunden hast. Ja, ich habe hier noch 100 Stück, 150. Ja, dann starten wir schon eine halbe Stunde. Also von mir aus Feierabend. Also dann sollen wir mal in die Hütte und schlafen. Ne? Ja. Ja, wir können noch Pause machen und aufhören für heute. Ja, schon 11. Hier wahrscheinlich weiterbauen am 24.07. Ja. Einen Monat weiter. Dann sind wir aber auch schnell hier. Also viel Holz brauchen ja diese Wände teilweise gar nicht. Ich glaube, wir haben echt richtig viel jetzt hier. Die Zielübung ist es, bei der Höhe des Turms so knapp sich fallen zu lassen, dass man tatsächlich unten im Erdgeschoss ankommt. Ja, das habe ich jetzt zweimal geschafft. Wie macht ihr das? Meint ihr denn irgendwo gegen oder was? Und dann geht es? An die Rand des Dings und dann. Ja, du darfst also ein kleines Schwung. Klick W oder nee, ja, mit Schwung in die Mitte hüpft, kommt nicht mehr unten an. Dann macht man einen Bogen und landet irgendwo
abwegt. Ich gehe so stehen, Danny. Dann irgendwann. Und dann immer ein bisschen weiter und. Ja. Und ganz unten. So, noch einmal die Treppe auf für den letzten Stahl. Dann sage ich auch Feierabend. Ja, das kann man auch. Das haben wir echt gut geschafft. Und ich keine Ahnung, wie viele 100 Bretter wir jetzt hier hochgeschleppt haben. Roundabout 75 Pakete. Ich schwebe. Mit auch. Das hatte ich gewusst. Jetzt bin ich auch komplett durchgefallen. Ja, guten Morgen. Ja, oh, nee, gute Nacht. Gut geschlafen. Ja, aber ich hatte meine Beine einmal gegen eine Plattform. 360 und alles. Ah, jetzt noch Holz, muss noch hoch, ne? Farbe muss auch noch hoch. Ja. Feierabend für heute. Gut geschafft. Vielen Dank fürs Reinschalten, liebe Leute. Livestream, Zuschauer, die noch am Start sind. Vielen, vielen Dank. Schönen Abend euch noch. Nicht getroffen. Musst du früher aufstehen. So, vielen Dank fürs Reinschalten, Leute. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Angenehme Nachtruhe. Tschüss. Ciao, ciao.